Ja, hallo Dri und Hallöle. Willkommen zurück bei Let's Play Secret of Mana mit Evil Bloody Eyes und mir, Negoya. Wir sind hier, nachdem wir beim letzten Mal durch den Frostwald gelaufen sind, ich weiß gar nicht, ob dieser Ort so hieß, also wir sind auf der Weihnachtsinsel gelandet, haben einen forstigen Wald durchquert und sind dann, nachdem wir den Speireiher aus dem Weg geräumt haben, hier gelandet und haben keinen blassen Schimmer, was hier vonstatten geht, außer dass die Leute irgendwie ein bisschen hyperaktiv durch die Gegend laufen und irgendwie nicht stillstehen können und wir sollten mal mit den Leuten plauschen, um zu hören, was hier abgeht, ne? Jo, sehe ich auch so. Dann fang mal an. Okay. Ein Haus in dieser Gegend kostet so um die 1 Million Goldmünzen. Billig, oder? So wie du. Danke, dass du meine Gedanken aussprichst. Ich wusste, es hat bis hierhin gefunkelt. Das war so prädestiniert. Hier ist es immer warm, selbst wenn es schneit. Oh, ich muss so lachen. Willkommen in Solaris. Ach, das ist Solaris. Ach, gucken Sie mal an. So, hier ist noch ein Typ, hier ist ein alter Opa. Oh, die alten Männer kannst du doch besonders gut. Nee, das waren die alten Frauen, aber naja. Naja, die Hallo. Alten Männer kannst du auch. Wer braucht schon Mana, wenn er hier ein Haus hat? Die sind alle total bescheiden und so. Also richtig bodenständige, sympathische hier? Menschen. Die mit der Schlafmütze? Na, guten Morgen. Dieser Ort ist wundervoll, oder was meint ihr? Ja. Okay, gut. Ich glaube, die hat irgendwie Traum und Realität noch nicht so ganz auseinanderhalten können. So, jetzt mit den Typen in der Mitte? Ja. Oder den lieber nicht. Wer weiß, was das triggert? Ich weiß, was das triggert. Obwohl, lass uns mal erstmal in die Häuser gehen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, so. Bin ich das? Ja. Ich hasse Schnee und Eis! Oh, können wir die mal bashen oder so? Ja, ich möchte sie ins Fegefeuer bitte schmeißen, damit sie sich an der Hitze erfreuen und ergötzen kann. Oder gleich in den Ofen schieben. Oh, hey Leute, hier in Solaris wachsen sogar Bananen. Dufte, oder? Was ist er denn, ey? Oh, ja. Ist ja schön. Herrlichst mal wieder. Oh ja, die Dialoge. Hammergeil. Ich erinnere mich da immer noch an Heino. Kennen wir die hier? Ja, oh Gott, geh mir bloß weg hier. Echt, ey. So, die nächste Person sprichst du. Hoffentlich wird's eine Oma. Und? Nee, leider nicht. Was sind das? Ich liebe diesen Ort. Hey, ich kenne euch. Ihr schuldet mir noch eine Mark. Her damit. Schön, dass du diesen Penner-Verschnitt gekriegt hast. Das freut mich gerade ungemein, nachdem ich die mal in der letzten Zeit hatte. Ey, vor allen Dingen, er hier dreht jede Mark um und die andere behauptet, dass 1 Million voll wenig wäre. Ja, faszinierend, diese Widersprüche hier in Solaris. Ja, auf jeden Fall. Ich komme aus Goldstadt. Ich nicht. Oh, ich muss mir gerade einen blöden Kommentar verkneifen. Es ist total in, hier ein Ferienhaus zu haben. Wieso lass deinen Kommentaren doch freien Lauf? Nein, ich wollte gerade Niveau-Limbo-mäßig ihn beleidigen und das hielt ich gerade nicht für angemessen. Oh, schade, die Menschheit trauert jetzt bestimmt. Ja, ich muss mir meine unglaublich guten und wertvollen Witze ja für unsere Niveau-Limbo-Ecke aufheben. Ne? Wenn wir die dann irgendwann mal fortführen, heißt das? Ja, kommt. Kommt Zeit, kommt Rat, machen wir. Also, komm, das ist deiner. Hey, ihr! Könnt ihr mir mal gerade helfen? Es dauert nicht lange. Ihr müsst nur aufpassen, dass der Ofen immer schön geschlossen bleibt, okay? Nee, ist nicht okay. Lass mal aufmachen. Und jetzt? Müssen wir jetzt hier stehen? Oder was müssen wir jetzt hier machen? Du musst jetzt aufpassen, dass er immer schön geschlossen bleibt. Und so lange laufen wir hier im Kreis und warten, bis irgendwas vom Himmel fällt. Das ist der Plan. Bis irgendwas vom Himmel fällt? Ja, natürlich. Irgendwann wird bestimmt was vom Himmel fallen. Und wenn es erst in 20 Jahren soweit sein wird. In 20 Jahren? Oh Gott. Da bist du ja schon uralt, ey. Oh mein Gott, sie hat sich getraut. Ja, genau. Genau deine Reaktion. Wer sagt das jetzt? Ach, bestimmt du. Ja, Döner oder? Quark. Was war denn das? Soll ich mal aufmachen? Na, lieber nicht, oder? Er hat ja gesagt, soll geschlossen bleiben. Musst du wissen.
Neugierde versus Vernunft. Wer wird das Rennen machen? Das sehen Sie morgen um 20.15 Uhr hier auf Kanal XY. Hast du es ernsthaft lieber nicht genommen? Ja. Oh, wie ich dich gerade fast mit Vornamen benannt hätte. Mach doch. Das stört mich nicht. Nee. Ah, nee. Machst du. Ah, nee. Jetzt mach doch immer was Sinnvolles, ja? Komm, mach es auf. Tu es. Trau dich. Ich möchte aber gar nicht wissen, was da drin ist. Doch, das willst du. Ich bin ja nicht du. Eine unglaublich heiße Überraschung erwartet dich. Das, was du mir anfangs nahegelegt hast, könnte ich jetzt auch auf dich anwenden. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein. Oh, sie hat es getan. Was bist du? Yay! So toll. Du sprichst ihn. Ich kann nicht wie Sojo sprechen. Ich weiß nicht, wie spricht er denn? Na, irgendwie sowas wie ein süßes Pokémon. Ich finde den so toll. Ich liebe Vesuvio. Wenn du den so geil findest, dann sprich ihn doch. Endlich! Ich bin Vesuvio, der Patron des Feuers. Unglaublich! Diese Typen haben mich tatsächlich als Heizung missbraucht. Naja. Ich danke euch vielmals und helfe euch ab jetzt. Oh, das ist so süß. Der sieht ein bisschen aus wie Glumanda, ne? Ja, ich finde die Patronen alle so toll. Welcher ist bisher dein Lieblingspatron? Froster. Oh, ach du Scheiße. Ihr Trottel, habt ihr diese Kinder nicht erkannt? Genau. Jetzt ist Vesuvio weg. Aus der Traum. Ich glaube, das war Quark, oder? Weil sie gerade so einen Schritt nach vorne trat. Hä? Der Mana-Samen aus dem Feuerpalast? Wovon redet ihr? Frag doch mal den alten Mann, den wir dort gesehen haben. Klappe! Hey. Kommt, Jungs, wir gehen. Jungs, so Alter, sieht hier auch aus, ey. Mit seiner schwulen Bekleidung, ne? Naja, mit seiner pinken Maske vor allen Dingen. Ah, jetzt setzt aber diese wunderschöne Musik hier wieder ein. Ja. Total ja, toll. Vesuvio. Also Froster gefällt dir bisher am besten von allen, sagst du? Ja. Also Froster war, glaube ich, bis gerade eben auch noch mein Liebling, aber ist jetzt durch Vesuvio abgelöst. Wir haben jetzt nämlich neue Zauber. Magst du gar nicht mal gucken, was wir jetzt so Tolles haben? Doch. Ich muss nämlich gucken. Feuerklinge erklärt sich von selbst. Flammengas macht, glaube ich, auch Schaden. Und Flammenwand. Ey, sag mal, kann ich jetzt wirklich auch Schaden austeilen? Das wäre ja witzig. So, meine Zauber zeige ich jetzt auch mal. Ja, ich finde, sein Symbol sieht auch so geil aus in diesem Ringmenü. Ach, ich stehe einfach total auf Vesuvio. Total toll, dieses Vieh. So, hier haben wir Feuerhagel. Glutgranate. Lavawelle. Also ich kann dir zwei Sachen sagen. Ich glaube, diese Glutgranate ist mit einer der stärksten Zauber im Spiel. Schätze ich mal. Ich glaube, ich habe das als Kind irgendwo mal gelesen. Keine Ahnung. Oder meine Freundin hatte mir das damals in der Grundschule gesagt. Ich weiß nicht mehr. Aber diese Lavawelle ist rein von der Optik her einer meiner absoluten Lieblingszauber. Also du wirst dann sehen, was ich meine, wenn es dann soweit ist. Ich weiß nicht. Mhm. Oh, sind hier keine Leute mehr? Sind hier keine Läuse mehr? Genau. Wo sind denn all die Läuse hin? Es juckt plötzlich nicht mehr. Du bist so bekloppt, ey. Richtig gut. Nee, hier scheinen jetzt keine Leute mehr zu sein. Ist ihnen wahrscheinlich jetzt tatsächlich zu kalt. Ja, hoffentlich sind die nicht alle tot. Das glaube ich nicht. Oh, das wäre ja zu krass, weil die Musik auch sowas Melancholisches hat. So, ich hab irgendwie fühlt sich das schlecht an. Ich würde aber gerne irgendwie mal speichern jetzt zwischendurch mal. Also ich würde mich irgendwie wohler fühlen, wenn die sich irgendwie verabschiedet hätten oder so. Okay, wollen wir dann nach oben gehen weiter? Die Frage ist, was kommt da oben? Das weiß ich leider auch nicht mehr, aber wir kriegen das auch so schon irgendwie hin, oder? Das weiß ich eben nicht. Ey, guck, wir haben noch Lebenswasser, wir haben Bonbons, wir haben noch Schokolade, wir haben sogar noch Honig, glaube ich, im Inventar. Honig hatten wir noch nie. Wir auch noch. Honig hatten wir noch nie, nein. Nicht? Nein. Ach komm, lass trotzdem gehen, oder? Bisschen Mut zur Lücke. Ja. Glaubst du wirklich, da kommt jetzt ein nächster Boss? Jetzt habe ich irgendwie auch Angst. Das weiß ich nicht. Toll. Ich kenne das Spiel ja bis hierhin nicht. Hier waren wir aber noch nie, ne? Nee. Nee, wir sind ja von unten in das Dorf gekommen. Willst du dann lieber wieder zurück? Das überlege ich nämlich gerade, aber ist ja auch blöd eigentlich, ne? Ja, na, weil die Gegner halt immer respawnen und so. Naja gut, wiederum kommt das unserer Levelwut zugute. Und, was auch noch positiv hervorzuheben wäre, wir haben noch zwei Orbs, die wir Bertie geben könnten.
Evil versucht Überzeugungsarbeit zu leisten und objektiv betrachtet gelingt ihr das auch gut, aber meine Schadenfreude animiert mich gerade irgendwie dazu, das total zu verneinen. Oh, du Kackdrecksschildkröte, ey. Gut, dass du ja eigentlich dann in diesem Moment masochistisch veranlagt bist und der hatte auch noch ein Level ab. Gott sei Dank, das passt gerade ganz gut. Lass uns doch einfach gucken, ob wir hier nicht vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht. Ich bin so hin und her gerissen. Ich mag das irgendwie nicht, in einer Aufnahme mal tausendmal durch die gleichen Ecken zu latschen. Ich kann das ja auch nachvollziehen, aber trotzdem bin ich ja mal eher so der Typ Safety First, ne? Ja, aber der Weg, der ist so weit. Weil da gab es dann diese komische Rentierhütte da. Und dann gab es dann so zwei oder drei fette Waldabschnitte noch. Mann, okay, du bist der Boss, ich füge mich deinem Willen. Na, dann lass uns jetzt weitergehen, wenn du das so... wenn wir dann draufgehen, dann weißt du, auf wessen Kappe das geht. Oh, ja, okay, komm, lass zurückgehen. Ja, das ist halt kacke, wenn wir jetzt hier noch Gegner haben, die wir gar nicht bekämpfen. Oh, du Kackschildkröte, ey, geh mir aus den Augen. Aber die guckt auch total verschlafen. Die erinnert mich vom Blick her ein bisschen an Vicky Leandros. Ja. Muss ich ja so sagen. Von unten kamen wir, ne? Warum haben die hier bitte keinen Speicherpunkt hingebaut, ey? Voll blöde. Aber jetzt lass uns nicht jeden Gegner mitnehmen, sondern einfach auch gar in Richtung... nicht. Geh mal weg da. Wo kamen wir denn überhaupt her? Von rechts? Ich glaube hier von rechts, aber ich kann nicht dafür garantieren. Mann, Alter! Diese Kackhunde, ey! Alter! Ey, boah, ich raste gleich so aus. Boah, geh mal aus den Augen, ey. Ja, dann komm jetzt. Nein, der ist gleich tot, so. unten? Oben? Ich glaube oben. Ah ja, ich glaube, es war oben rechts. Du kannst mich jederzeit korrigieren. Ich, ne? Ach, hier ist... Nee, war hier nicht das Kanoni-Reisebüro? Hä? Okay, ich komme gar nicht mehr klar. Also ich folge dir jetzt einfach nur. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo wir sind. Das weiß ich auch nicht. Ich hätte jetzt gerade echt schwören können, dass wir jetzt hier beim Kanoni-Reisebüro landen. Zu dem wir eigentlich das ist auch hier. Hin? Wollen wir da nicht hin? Da sind wir schneller wieder bei Berti oder wo auch immer. Aber der ist dann in El Oasis. Na, wobei. Ja. Wir kommen ja so aber oder so wieder zur Weihnachtsinsel zurück. Da ist ja, genau, da ist ja auch so ein ja, gut, dann lass uns dahin. Ding, ne? Ist halt jetzt die Luxusvariante, weil wir dann zweimal bezahlen, aber guck dir unser Konto an, ja. El Oasis ist okay, ne? Ja. Oh, verfliegt euch nicht, ja, ja. Hm. Also wenn man uns selber die Route überlassen müsste, dann würden wir uns definitiv verfliegen, aber sowas von. Aber Gott sei Dank ist das ja irgendwie hier schon so vernünftig eingestellt. Ja, so richtig Idioten- und Orientierungskrüppel sicher. Ey, das sind wir aber echt beide so, ne? Das ist total schlimm. Naja. Theoretisch. Theoretisch könnten wir so ein Projekt auch mal streamen. Ja, bestimmt. Das wäre witzig. Total. Ich glaube, die Leute wären nonstop am Facepalm. Ich finde die Vorstellung amüsant. Kaufen. So, jetzt decken wir uns erstmal wieder ein. Also, Walnüsse ist das Wichtigste. Das ist schon mal außer Frage. Nüsse first. Du bist... ja. Bonbons gibt's hier nicht zu kaufen. Ich habe also nur zusammengefasst, was du gerade gesagt hast. Mann. Ja, nee. Ist klar. Mhm. Du so, dann gehen wir jetzt immer komische Sachen raus. Würdest du mal deinen entzückenden Arsch bewegen? Ach so, ja, ich habe gerade auf mein Mobiltelefon geguckt, entschuldige. Boah, diese Aufmerksamkeitsspanne, ey, der Hammer, echt. Ja, Entschuldigung. Abgelehnt. Ich dachte, deine Shoppingtour würde ein bisschen länger dauern. Ja, wäre es auch jetzt die Bonbons gegeben, gab's aber nicht. Ey, guck mal Döners Lebensenergie an, ey. 292 schon. Oh, Alter, war das ein Trip, ey. Jetzt dürfen wir den ganzen blöden Waldweg nochmal ablatschen im nächsten Part dann. Ja, aber das ist mir ja herzlich egal, ne? Gut. Du hast ja auch die Ruhe weg. Das stimmt. Ja, davon könntest du mir ruhig meine Portion abgeben. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss. Ciao.